Okay, Leute, weiter geht's mal. Das ist bei Mega Man 5 für den NES. Ja, ja, ja. Lange Zeit habe ich euch warten lassen und ich weiß noch nicht mehr, warum. Wahrscheinlich, weil ich keine Zeit zum Aufnehmen hatte oder keine Lust, was viel eher der Fall sein könnte. Aber jetzt bin ich hochmotiviert und ich möchte dieses Spiel nun zu Ende bringen. Damit auch mal Zeit und Platz für Neues kommt, ist was? Tschüss. Ich habe keine Ahnung, wie viel uns noch erwartet. Oh nein! Oh doch! Haha! Ja, 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 ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist. Ich bin momentan ein wenig... Weißt du, ich habe so am Abend immer das Gefühl, boah, krass, morgen musst du unbedingt aufnehmen. Da bist du so hochmotiviert und sowas. Aber dann. Dann habe ich am nächsten Tag irgendwie wieder doch keine Lust und dann ärgere ich mich nur und dann... Bleib ruhig, Daniel, bleib ruhig. Ich habe lange nicht mehr gespielt, ich schiebe das alles darauf. Scheißegal, wir schaffen das jetzt irgendwie. Ich nehme jetzt mindestens eine Folge auf und danach noch Bulli. Weil hiermit, wie gesagt, möchte ich jetzt gleich durchkommen. Oder habe ich das Leben auch schon wieder, was ich gerade so unfair verloren habe. Und... Herzlich willkommen zu Let's Play Mega Man 5. Wir machen weiter hier, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und... Ach, schön. Ich könnte mir gar nicht... Fick dich ins Knie! Schöner vorstellen als... diese Energie einzusammeln und dieses Ding da oben, was da einfach an der Decke rumhängt, zu killen. Ich habe so das Gefühl, wir müssen ins Wasser. Boah, unglaublich klug dieser Mensch. Unglaublich klug. Helmi. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich das Spiel jetzt gleich irgendwann mal durchhaben wollte? Was hast denn du da vor? So. Dieser versuche ich dann nicht gegen zu springen. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Doch, war's. Tschüss. Och Mann. Ach, schön, schön, schön. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ach, das geht ja noch. Da kann ich eure Zeit noch ein wenig mehr verschwenden. Kein Problem. Und ich bin immer noch auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, denn aufzunehmen, beziehungsweise nach weiteren Spielen, die es wert sind, gespielt zu werden. Ja, ich habe mal wieder einiges im Steam rumgestöbert. Gibt wieder einiges, was mich interessiert. Wovon ich ausgehe, dass es auch euch interessiert. Keine Ahnung. Wird sich herausstellen. Früher oder später. Mutig, oder? Und das bei meinem Joystick. Oh. Egal, egal. Oh Gott, stirb einfach. Okay, langsam, aber sicher. Müsste ich aber doch an einem Savepoint angekommen sein, oder? Steh auf. Beziehungsweise mach auf oder whatever. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles easy, alles easy. Alles easy, alles easy. Ja, was kann ich viel über Mega Man sagen? Hm. Außer alles easy, alles easy, alles easy. Einfach gib ihm. Ach, schön, 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 schön. Mega Man hat ja noch so einiges zu bieten. Eike hat mich übrigens angeschrieben, der wollte irgendein Mega Man-Spiel von mir sehen. Ich habe aber vergessen, welches. Ich glaube, es war irgendein Fan-Hack oder ich weiß es nicht mehr. Ich muss ihn fragen, er ist leider momentan im Urlaub. Deswegen muss das wohl noch warten. Spring einfach rum. Wie auch immer sich so kleine Menschen wie euch so große Items verstecken können. Das gefällt mir gar nicht. Ich wette, ich gehe hier drauf. Komm her! Also ein Sniper wäre ich nicht geworden. Jedenfalls kein guter. Vielleicht hätte mich das gegnerische Team irgendwie abwerben können. So. Oh. Okay, ich denke mal, ich muss da runter. Wow, wie ich immer auf diese unglaublichen Ideen komme, oder? Das ist einfach nicht zu fassen. Genauso wenig zu fassen, wieso ich diese Maus nicht treffe. Hm. Und Huhn. Ha! Oh nein. Sag bloß, hier gibt's wieder... Hm, wie komme ich nach hoch? Rush Jet? Wahrscheinlich, ne? Ja. Kein bisschen knapp. So, den möchte ich, glaube ich, nicht angreifen. Wie viele... Oh, 8 Energietanks noch. Ja. Tschüss. Wie viele Leben habe ich denn noch? Ach, 2. Das ist ja auch prima. Dann kann ich mir in der ersten Phase jetzt mal angucken, ob ich dieses Ding... Hä? Was? Au. Au. Ja, das sieht fair aus. Ich weiß leider nie. Tschüss. War schön mit dir, Mega Man. Kein Problem. Ja. Hm. Es gibt bestimmt wieder irgendwas, was sinnvoll gegen ihn ist.
Aber wenn ich das rausgefunden habe, ich glaube, ich versuche es einfach gar nicht. Erst ich versuche es mit dem Megabuster. Da weiß ich wenigstens, wie der fliegt. Fuck. Oh, das ist dumm. Und unfair ist es auch noch. Alles auf einmal. Schön reingerutscht. Krass, 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 krass. Ich habe mich nur von allen möglichen Formen einmal erwischen lassen. Nö. Da sind wieder so ein Gegner, auf den habe ich gar keinen Bock. Und deswegen werde ich Energietanks bis zum Umfallen verwenden, weil ich habe keinen Bock, diese Stage nochmal zu machen. Die war zwar nicht sonderlich schwierig, aber irgendwie langweilig. Es ist... Hallo! Ja. Nö. Ist mir egal, wie viel ich hier verwende. Also, es ist dieses Mega Man-Phänomen. Es ist einfach dieses Phänomen, dass ich mich jedes Mal erwischen lasse und wenn ich ausweichen würde, dann springe ich nochmal rein. Ah ja, gut. Aber jetzt haben wir ihn gleich. Gut. Mit einem Energietank, denke ich, kann ich auch leben. Verbleiben immer noch 7 Stück. Ja, das sollte durchaus machbar sein, denke ich. Gar kein Problem. Sofern das denn die letzten Level sind. Ich weiß es ja nicht. Das Spiel habe ich auch damals nicht gespielt, fällt mir gerade so auf. Also einige der Mega-Man-Teile habe ich natürlich privat irgendwann mal gezockt. Ist ja gar nicht mehr so viel. Schön. Aber das gehört definitiv nicht dazu. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich keinen Bock hatte aufzunehmen. Stimmt. Die Roboter-Master kommen ja gleich noch. Oder die Robot-Master. Tschüss, Rush. Hallo, Rush. Da sollte ich definitiv einen Schnitt machen und mir die ganzen Schwächen nochmal angucken, glaube ich. Aber die sollten ja eigentlich erst im nächsten Abschnitt... Nein, sie kommen hier. Gyroman oder wie er hieß. Der war aber nicht so schwierig, glaube ich. Guck, wie viel ich auf die Schnelle hinkriege. Ja, das kannst du gerne den ganzen Tag weitermachen. Bist du irgendwie kaputt? Nein, bist du nicht. So, der kommt jetzt irgendwo runter. Ah, das war dumm. So, ich weiß, dass das jetzt kommt. Und jetzt fällt er irgendwo runter. Und dann muss er leider dran glauben. Schön gemacht. Schön. Gib schnell. Ah, das... Unnötig. Hätte ich mir Spaß... Oh Gott, ich habe nur noch 0 Leben. Eigentlich ist es dumm, was ich mache. Ich glaube, ich bringe mich direkt um. Mal gucken. Egal. Ich könnte auch diese Möglichkeit nutzen eigentlich. So, nee, das war es definitiv nicht. War es der Kick? Offenbar nicht. Star Crush. Nein. Ja, ich glaube, das versuche ich jetzt auch durchaus aus. Nein. Nein, Stein. Die Wave? Ich glaube nicht. Auch nicht? Hm, dann bleibt ja gar nicht mehr so viel. Hä? Nitro Bomb? Ja! Okay, damit hätten wir das schon mal raus. Steh auf. Eigentlich egal, was ich tue. Ich werde wahrscheinlich jetzt eh früher oder später sterben. Ja, ich hätte aufpassen sollen vielleicht. Gut, aber damit können wir schon mal ausschließen, dass wir die Nitro Bomb brauchen. Ich gehe einfach mal links lang. So, wen haben wir denn da? Star... Ne, das ist... Oh Gott, Wassermensch. Was war denn beim Wasser? War das... Da war es, glaube ich, das Rutschen, oder? Ja, war es. Seht ihr? Deshalb hasse ich solche Attacken. Ich finde die einfach unnötig. Aber naja, gut. Ich bin nicht hier, um darüber zu diskutieren. Oh, krass. Und mal wieder. Ein Energietank, dass die sich... Resetten finde ich ja ziemlich cool. 9 Stück. Gut, da kann ich auch direkt oben links anfangen. Ach, so, Moment. Ich denke, das kriege ich in diesem Part noch hin. So, ein Leben bitte. Nein, na gut. Dann, wie gesagt, oben links anfangen. Oh, oh nein, das war der. Oh mein Gott, nein. Gravity Man oder wer hieß. Okay. Hm. Was ist denn dieses Ei?
Jedenfalls nicht richtig. Stone vielleicht? Nein, schade. Hold. Ah ne, das war ja eh seine Attacke, ne? Starcrush könnte es sein. Ja. Ach, komm schon. Oh, super gemacht. Okay. Gut. Fehlen noch zwei Schüsse mit dem Megabuster. Prima, so kann's doch bleiben. Zweiter. Und zugleich der, auf den ich am allerwenigsten Lust habe. Also Kick her. Oh, diesmal ging's aber. So, hier unten, da war diese Nitro-Bomb oder Neutron-Bomb. Ah, ich muss sagen, ich habe mir das Ganze echt schwieriger vorgestellt. Mal gucken, vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit, uns hier komplett wieder aufzuladen. Das wäre natürlich... Nein, schaffen wir nicht. Oder doch? Könnte sogar... Nein, aber ganz knapp. Gut, rein da! Wen haben wir denn hier? Ah, das war dieser Gyro-Man. Stimmt, für den brauche ich eigentlich nichts, glaube ich. Den sollte ich auch so hinkriegen. Aber der Vollständigkeit halber würde ich dann doch gerne rausfinden, was es war. P-Stone. Nein. Wave? Kann ich mir schon fast nicht vorstellen. Gyro-Attack eh nicht. Das war's auch nicht. Hm, Time-Hold? Ja. Und ich habe nichts mehr. Ups. Ach du. Egal. Diesmal sind wir aber voll. Wer bleibt denn hinter Tor Nummer 5? Starman. Da war es aber, glaube ich, diese scheiß Stone-Kacke, oder? Nein, war es nicht. Hm. Gyro vielleicht? Oder Ei-Dings? Nein. Gyro. Kann ich mir jetzt auch schon fast nicht vorstellen. Ich habe nicht aufgepasst. Nee. Ach so, war das vielleicht mit Feuer irgendwas? Wave? Oh ja. Das ist lustig. Ich kann diese Wave nur unter Wasser im Stehen verwenden. Also was heißt lustig? Ist halt naheliegend, ne? Aber... Upsala, nein! Auf! Oh mein Gott. You're dead. Oh Leute, ich komme zu gut voran. Das gefällt mir gar nicht. So, wer warst du denn? Ach, du warst das. Okay. Stone war's nicht. Gyro vielleicht? Jupp. Oh, ich liebe es, wenn Gegner sich einfach in mich reinstellen. Wisst ihr das? So, aber... Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Oh Leute, ich komme mir zu gut durch. Gut, es bleibt noch P-Stone und... Ja, dieses komische... Ding. Übrig. So, ein Staubsauger, mal schauen. Upsala. Gut, auch nicht. Dann kann es ja eigentlich nur noch dieses Candy-Eye sein. Jawohl. Mega Man hat da sicherlich nichts gegen. Wenn du ihn mit komischen Pillen von Dr. Mario angreifst... Ich habe aber auch noch in Erinnerung, dass diese Steine nicht so treffen, wie ich das gerne hätte. Ah ja, genau, die Lokomotive. Stimmt, ich hätte ich fast vergessen. Ja. Pff. Ich weiß echt nicht, wie ich den treffen soll. Vielleicht so, ja. Okay, komm. Upsala. Das war knapp. Und das war dumm.
Ja, aber dafür jetzt einen Energietank zu verschwenden, nö. Ich meine, ich muss ihn jetzt wahrscheinlich normal fertig machen, weil ich nicht mehr wirklich viel... Obwohl, ich könnte natürlich diese eine Waffenmunition verwenden, die ich noch habe. Aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Weil so schwer war dieser komische Trainman oder wie er auch immer heißt, nicht. Oh. Oh mein Gott. Deshalb hasse ich mitunter Mega Man. Schön, ne? Guck mal, ich kann ja kaum was machen. Oh nein, habe ich nur noch ein Leben? Weil dann werde ich... Doch, wahrscheinlich. Ja, und wie ich hier Energietanks verwenden werde. Das sehe ich gar nicht. Ah, ich bin nämlich viel zu gut dafür durchgekommen. Also, wir haben noch ein Stück... Pff. Ah, ich kann... Ach, dumm. Oh, noch dümmer. Geh weg! Oh mein Gott. Okay, komm. Ohne Energietank will ich schaffen. Oh mein Gott, nein. Was muss ich denn hier machen? Könntest du das vielleicht einfach lassen? Oh mein Gott, nein. Ich glaube, ich werde an den Stacheln da unten sterben. Dann bringt mir auch die ganze Energietanks nicht mehr, die ich eigentlich noch übrig hätte. Ich hoffe, das ist eine einzige Form. Oh nein, das ist nicht gut. Alles, was ich hier verballere, das ist absolut schlecht für mich. Mir gefällt es auch nicht, dass ich die ganze Zeit hier über diese Stacheln springe, weil ich glaube, da werde ich nämlich früher oder später dran sterben. Aber das Gute bisher ist, ich brauchte keinen Energietank. Ich wüsste auch gar nicht für was. Weil so schwer ist der nicht. Ich glaube trotzdem, dass ich durch einen dummen Spielerfehler meinerseits nachher in diese Stacheln springen werde. Finden wir es raus. Okay. Das wäre extrem bitter, wenn ich jetzt daran sterben würde. Oh Gott. Beam dich einfach weg. Das ist auch gut. Das reicht mir als Bestätigung. Quasi. Ja, ich bin zwar wieder ein bisschen über der Zeit, aber auch wenn nur noch ein einziger Gegner verbleibt, werde ich hier den Part beenden. Ja, was sein muss, muss sein. Voraussichtlich ein Gegner. Dann wird der nächste Part halt ganze 5 Minuten lang. Aber mir egal, Leute, ich sage danke fürs Zugucken. Mein Let's Play Mega Man 5 und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut.